Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Good and Evil. Wir haben jetzt noch ein paar Kleinigkeiten vor. Hier ist immer falsch. Wo muss ich genau jetzt hin? Wo geht's denn zurück? Moment. Bin ich denn... Ah, hier geht's. Hier müssen wir hoch. Da geht's in den Sekundärschacht rein. So, wir wollen erstmal wieder zurück in die Innenstadt. Und... Und dann erschrecken wir uns extrem. Warst du schon? Ja, das war's. Sind wir jetzt hier auf dem richtigen Weg? Ja, sag mal. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich glaube, das hat man auch gemerkt gehabt, dass das Bild gerade ziemlich... nun ja. Ihr wisst, was ich meine. So, da mussten wir, glaube ich, wieder runter, richtig? Ich... Und da lang, genau. So. Jetzt ist der Weg frei. Ach. Wir hätten auch einfach da runter die Rampe runtergehen können. Ja. Irgendwie habe ich gerade ein ziemlich schlechtes Orientierungssystem. Aber egal, das wird schon irgendwie passen, hoffe ich. So, wir sind jetzt hier. Okay, okay. Da vorne müsste ja irgendwo unser Dings stehen. Hä? Hier lang. Ja, da ist auch unser Hovercraft. Sehr gut. Und dann zurück zur... Zurück zur Innenstadt. Da müssen wir, glaube ich, einfach nur geradeaus. Ja, das passt. Sehr gut. So, und da sind wir. Dann gehen wir jetzt wieder zu Minzu, glaube ich, hieß er. Und holen uns doch gleich mal ein paar Sachen. Der war ja, glaube ich, hier unten, oder? Ja, hier ist der Brunnen. Gut. Minzus Geschäft. Dann holen wir uns die letzte Perle. Identifizierung. Okay. Moment mal. Ach doch, da ist er. Sehr gut, dann holen wir uns die hier. Das ist 47 schon. Sehr schön. Das heißt, wir haben ziemlich... Ja, 11 Perlen. Ja, da sind noch einige, wo fehlen. So, was ist das hier? Impulser. Den holen wir uns auch. Ein paar Einheiten zu wenig. Oh. Wir haben nur noch 800. Okay, ich dachte, wir hätten mehr gehabt. Na gut, in dem Fall gehen wir erstmal wieder. So, können wir uns noch irgendwelche Nahrungsmittel, Vorräte oder so vielleicht kaufen? Kontoidentifizierung. Okay. So, dann nehmen wir die hier. Dann nehmen wir gleich zwei Stück. Ja, mehr geht nicht. Und von denen hier nehmen wir auch nochmal einen. Ja, das war's. Sehr, sehr schön.
das war's, was wir hier machen wollen. Moment. Ich glaube da lang, oder? Mann, ich hab's halt echt mit der Orientierung. Es kann ja heiter werden, gerade bei dem, was wir jetzt noch vorhaben. So, jetzt geht's ja nämlich rüber. Wo müssen wir hin? Ich glaube, hier war es, gell? Sind wir hier richtig? Ja, hier sind wir richtig. Und dann geht's nämlich in die Plünderer Höhle Nummer 2. Und auf, das freue ich mich ehrlich gesagt gar nicht, weil die sind stressig. Aber gut. Am Ende dürfte auch wieder eine Perle auf uns warten. Und Geld verlieren wir auch nicht mehr so viel. Das heißt, es müsste eigentlich gehen. Großer Gott, Jake, pass auf! Plünderer! Warum haben die Plünderer eigentlich Blaulicht? Bleib ihnen auf den Fersen! Schneller! Schneller! Tor 5 haben wir! Sehr gut! Was? Oh, wow. Ach du Scheiße, mit auch noch sich bewegenden Dingern. Tor 4 haben wir auch noch gekriegt. Sehr gut. Tor 3 haben wir noch. Tor 2. Aber noch. Wow, aber das war knapp. Wow. Ah, Scheiße. Das letzte Tor. Das letzte Tor haben wir nicht mehr gekriegt. Na toll. Großer Gott, Jake, pass auf! Plünderer! Ja, aber genau wegen diesem Grund wollte ich nicht mehr so viel Geld haben, weil das wäre sonst uns wahrscheinlich teuer geworden. Bleib ihnen auf den Fersen! Okay, jetzt wissen wir es ein bisschen besser, wie es hier funktioniert. Schneller! Schneller! Tor 5. Doch, wir haben es noch gekriegt, aber gerade so noch. Hui, 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 hui. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ah, shit. Das hat uns erwischt. Tor 2. Jawoll. So. Jetzt noch Tor 1. Davon ist das Impuls, okay. Komm schon. Jawoll. Und die Plünderersbeute Nummer 18. Uiuiui. Aber ich muss sagen, ich fand die Höhle 2 jetzt einfacher. Ich fand die jetzt einfacher als die erste Höhle. Muss ich dazu sagen. Gut.
So, jetzt machen wir noch die Kisten hier vorne kaputt. So, sehr, sehr schön. Die geben uns auch noch ein bisschen Geld. Ah, davon sind noch zwei Kisten. Den nehmen wir natürlich auch noch gerne mit. Wenn ich treffen würde. Dann machen wir es halt so. Ja, das geht auch nicht. Okay. Egal. Jetzt haben wir sie. So. Und jetzt werden wir uns doch einfach mal der Home-Story wieder widmen. Weil im Moment können wir... Pardon. Im Moment können wir nämlich nichts mehr machen. Uns wird die Hauptstory. Schauen wir nochmal, da müssen wir genau zu dieser Fabrik reingehen. Fotografiere die Aktivitäten der Alpha-Abteilung bei der Nutripillenfabrik. Gut, das wollen wir doch machen. Dank unserer großen Kanone kommen wir nämlich da auch hin. Wir werden sogar schon früher hinbekommen. Ist richtig? Ne, wir müssen hier rein. Wir haben ja schon früher hingekommen, aber ich wusste nicht, dass wir da auch hin müssen. Ah. So. Haha. Erledigt. Hat den Rochen da schon fotografiert? Nee, den hat man noch nicht. Manta Sanea, sehr schön. Die Auflistung wird langsam. Vielen Dank noch einmal. Nochmal gut Geld gekriegt. Sehr okay. Schön. Dieser Film ist voll. Oh, gut. Sehr schön. Ich überweise eine Perle, Jade. Klasse. Und ich werde den Film neu laden. Mach das. So, das ist... Tier 5-5 haben wir jetzt. Nicht schlecht. Und Moment, wollte ich da hin? Ne, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Tiere. Ah ja, nächster Tierfilm, also Tier 5-6, Filmrolle 6, gibt auch nochmal eine Perle. Ich glaube, nur am Anfang gab es diesen Zoom, ansonsten wird es wahrscheinlich jetzt nur noch Perlen geben. Soll uns recht sein. Johnny, wenn du Richtiges siehst, schick uns sofort ein Foto davon. Erst dann wird die Gouverneurin bereit sein, dir mit den Codes zu helfen. Alles klar. Dann, geht's auf in die Fabrik. Bin ja mal gespannt, was uns da erwartet. Zumindest mal ein Fabrikeingang. Oh, war das nicht ein Dings? Hä? Wo muss ich jetzt hin, genau? Ah, hier kann ich andocken. So. Und es waren doch Dings, oder? Level 6. Das da wollte ich. Okay, den haben wir schon. Ja, die haben wir beide schon. Den da haben wir auch schon. Ja, okay. Und da, was haben wir? Was war das jetzt genau? Das war ein Level 6 geht das Sicherheit und Schutz versteckter Stahl. Naja, gut. Wenn wir die Tierchen hier schon alle haben. Beziehungsweise, Moment. Naja, die sind noch nicht. Das gibt's Decoder. Perlen gibt's zwei auf der Karte und eine auf dieser Etage. Und Perlen gibt es 6 auf der Karte und eine auf dieser Etage. Okay. Wo müssen wir jetzt lang eigentlich? Müssen wir jetzt hier nach Norden? Bist du schon da, Shawnee? Vergiss nicht, dass die Gouverneurin dir helfen kann, wenn du Probleme hast, mit einem Code durch eine Militärtür zu kommen. Schick ihr einfach ein Foto von dem verschlüsselten Signal. Ja, ich erinnere mich wieder, aber ich fand es auch ganz gut, dass das nochmal
dass wir das nochmal gehört haben. Gut. Aber ich wollte erst noch schauen, ob es hier noch irgendwie was gibt. Na gut. Probierst du mal? Ah, anscheinend geht es auch bei diesen Gittern. Nichts. Nein, es geht nicht bei diesen Gittern. Okay. Das heißt, hier kommen wir nicht hin. Gut. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Weil das bedeutet nämlich, wir brauchen oder wir bekommen irgendwann ein neues Werkzeug. So, dann schauen wir uns erstmal diese Tür an. So, schicken wir mal an. Ja, das ist der Code, den wir vor ein paar Tagen entziffert haben. Ich schicke ihn euch. Perfekt. Wenn er ihn nicht geändert hat, lautet er immer noch viel Glück. Er lautet also viel Glück. Naja, ich weiß, dass er nicht so lautet, aber gut. So. Dann, das war ein G. Moment, ein G6. T. Und die 4. Und schon sind wir drin. Mal sehen, ob wir auch hier das Werkzeug bekommen für dieses eine Gitterdingsbums da. So, schauen wir uns nochmal hier an. Mist. Das war vergrößern, okay. Dann. Kein Problem. Öffne du mal die Tür für uns. Oh. Da haben wir auch noch was. Rattus Gigantus. Okay, ich habe mein Archiv aktualisiert. Okay, wir sollten von jetzt an auf Zehenspitzen laufen, Jade. Keine Angst, Onkel Page. Wir schießen ein paar Fotos und dann ab nach Hause. Genau. Was haben wir jetzt? Ich habe die vermutlichen Positionen der Alphas lokalisiert und auf deiner Karte verzeichnet. Schick uns die Fotos. Natürlich. Aber erst schauen wir nochmal auf die Karte. Tiere. Hier auf diesem Stockwerk gibt es erstmal noch nichts. Können wir da was machen? Nee. Da geht's auf jeden Fall so vorwärts. Wo geht's da hinten rein? Wow, da kommen wir, glaube ich, nicht durch. Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Keine Chance. Na gut, dann. Ich komme! Wir sollten leise sein und dann brüllst du Depp hier auch noch so rum. Ich glaub's ja wohl nicht. So. Das ist hier oben. Ach, das war da unten. Okay, da wo wir reingekommen sind. Also hier auf Stockwerk 2 gibt es Perlen und Tiere. Stockwerk 3 ist... Doch, Stockwerk 3 haben wir auch noch eine Perle. Stockwerk 4 ist nichts, aber zwar sind zwei Tiere. Und Stockwerk 5 ist nichts, aber ein Tier. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt. Ah ja. Jetzt sind wir auf der anderen Seite, oder? Ne, wir sind nicht auf der anderen Seite. Da kommen wir auch nicht durch. Ich glaube aber, ich weiß, wie wir durchkommen. Ich denke mal...
Meine Güte, mach langsam! Du holst dir einen Leistenbruch! Na dann hilf doch mal! Das nützt jetzt auch nichts mehr. Sicher? Na dann komm doch. Meine Güte, mach langsam! Du holst dir einen Leistenbruch! Moment, kann man da auch drauf springen? Ah ja, da kann man auch drauf springen. Nö, aber ich glaube, das bringt in dem Fall wirklich nichts. Ich glaube nämlich, wir müssen es tatsächlich... Hilfe? Ja, dass wir das da durchschieben müssen. Wegen dir werde ich noch meine schönen Jetboots ganz abnutzen, Jake. Der letzte Schrei im Personennahverkehr. Ja, aber das ist längst nicht alles. Ha! So viel zu ihrem tollen Sicherheitssystem. Genau. Nicht ganz so, wie ich gedacht habe. Aber funktioniert doch ganz gut. Es gibt auch einen Sinn, warum wir draufspringen können. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir erst in der nächsten Folge weiter. Dann sei mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.